Hallo Rostock, es tut mir in der Seele gut, hier mal wieder reden zu können. 15 Jahre lang habe ich die Hörsäle hier und die vor mir sitzenden Studenten traktiert. Jetzt spreche ich hier vor dem Leuchtturm in Warnemünde zu unseren deutschen Landsleuten. Und das ist mindestens so wichtig wie die Arbeit in der Uni. Liebe Freunde, wir stehen hier, um deutlich zu machen, dass wir diese Politik, die unser Land zerstört und unsere Kultur vernichtet, nicht mitmachen werden. Dieser Politik gilt unser gesamter Widerstand. Was von der Politik dieser konsensorientierten Blockparteien und der Regierung von Frau Merkel zu halten ist, hat mein Vorredner schon gesagt. Ich zitiere nochmal den Anfang. Ihr sitzt da oben oder noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gesellen und so weiter, bis das Volk wieder die Entscheidung übernimmt und dann gnade euch Gott. Das kann man nur aus vollstem Herzen unterschreiben. Liebe Freunde, es ist wichtig, dass wir allen zeigen, wer wir sind, wofür wir stehen, um diesen unheilvollen Weg, den unser Land zurzeit beschreitet, zu beenden und umzukehren. Denn wer weiter schweigt zu dieser irrsinnigen Politik der Umvolkung, zu dieser dümmlichen Politik, die die eigenen Bürger schröpft, um Volksfremde gut und bequem leben zu lassen, der macht sich mitschuldig an all dem, was hier geschieht. Wir stehen hier, um unsere abendländisch-germanische Kultur, um unsere Traditionen, um unser Brauchtum und letztlich auch um unsere Sprache, sprich all das, was dieses deutsche Land zu Deutschland macht, zu erhalten und in einigen Gegenden dieses Landes zu uns zurückzuholen. Das ist Politik der AfD. Liebe Freunde, wir stehen für eine konsequente Ausweisung und Rückführung all der sogenannten Geflüchteten, die hier kein dauerhaftes Bleiberecht haben. Und um das mal in Zahlen auszudrücken, das sind 97% all derer, die hierher zu uns gekommen sind. Und wir stehen für eine Politik, die ja ohne Wenn und Aber zur Familienzusammenführung sagt, aber Familienzusammenführung da, wo diese Menschen hergekommen sind und nicht bei uns. Und wir werden es nicht akzeptieren, dass unsere arbeitende Bevölkerung bis zum Erreichen des 67. oder vielleicht sogar des 70. Lebensjahres schuften soll, nur damit die zu uns gekommenen bequem in der sozialen Hängematte ausruhen können. Liebe Freunde, eine Regierung, die sowas zulässt, die nicht anerkennt, dass es diese Generation war, die jetzt in Rente geht, die dieses Land aus Trümmern und Tränen wieder aufgebaut hat, die zumutet, dass unsere Rentner Flaschen sammeln müssen, um zu ihrer Rente noch ein bisschen was dazu zu bekommen, und die zulässt, dass unsagbare Zustände in der Pflege und in den Pflegeheimen herrschen, die hat es nicht verdient, auch nur eine deutsche Stimme noch zu bekommen. Hier wird Schindluder getrieben mit der Generation, die dieses Land wieder zu dem gemacht hat, was es einstmal war. Das können wir niemals akzeptieren. Und den werten Gegendemonstranten da hinten und von mir aus gesehen rechts, denen möchte ich sagen, ihr merkt gar nicht, dass wir eigentlich auch für euch hier stehen. Denn ihr seid die Generation, die künftig pro arbeitenden Bevölkerungsteil nicht nur einen Rentner zu finanzieren hat, sondern auch noch all die, die ihr hierher schleppt, die kein Deutsch können, kein Deutsch lernen wollen und die unsere Sozialsysteme ausplündern. Auf eurem Rücken wird das aufgetragen. Ich bin fast 60, ich werde meine Rente wahrscheinlich noch bekommen. Und wenn nicht, habe ich mir genug zurückgelegt, um auch so zurechtzukommen.
Ihr seid die Deppen, die das alles auf ihren Schultern austragen müsst. Aber noch seid ihr zu dumm, um das zu erkennen. Und wenn ihr in 25 Jahren hier steht und genau das fordert, was wir jetzt fordern, dann ist es für dieses Land zu spät. Um euch ist es nicht schade, aber um unser Deutschland ist es schade. Und deswegen stehen wir hier für uns und leider auch für euch. Liebe Freunde, wir wollen nicht, dass künftig auch nur noch ein Cent an diejenigen bezahlt wird, die ohne Bleiberecht hier in unserem Land sind. Wir wollen das einzig Gute, was ich diesem Teil unserer zugereisten Bevölkerung wünsche, ist eine baldige und gute Heimfahrt. Liebe Freunde, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es mit jedem Jahr, das vergeht, umso schwieriger, das rückgängig zu machen, was Frau Merkel und Co. mit ihrer Politik anrichten. Eine desolate Wirtschaft kann man vielleicht wieder aufbauen. Eine ruinierte Währung kann man eventuell stabilisieren. Aber ein überfremdetes Volk, in dem das eigene Blut nicht mehr mehrheitsfähig ist, kann niemand mehr reparieren. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass all die, die hier nicht hergehören, schleunigst wieder von hier verschwinden. Liebe Freunde, das alles ist das, warum wir uns hier hinstellen, warum die AfD sich in die Parlamente wählen lässt. Letztlich wollen wir, dass der Wille des Volkes regiert. Wir sind für direkte Demokratie, für Selbstbestimmung unseres Volkes, für unsere Werte, für unsere abendländisch-germanische Kultur. All das droht verloren zu gehen, wenn wir dieser Politik nicht Einhalt gebieten. Liebe Freunde, deswegen möchte ich euch zurufen, schützt unsere Kultur, lebt unsere Traditionen, lebt unser Brauchtum, sprecht und denkt Deutsch, bleibt Deutsch und setzt euch dafür ein, dass dieses Land Deutschland ist und bleibt oder wieder wird das Land der Deutschen. Dafür müssen wir kämpfen. Dankeschön, liebe Freunde.